Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Vlog. Lange nichts mehr von mir hören lassen. Ich befinde mich hier gerade am Airport. Uns geht es jetzt erstmal nach Italien, Napoli. Wir werden uns dort ein paar Tage aufhalten und dann geht es für uns nach Hamburg. Wir sind jetzt angekommen am Airport von Napoli. Io sono albanese, albanese. Albania, allora. Sì. Ma guarda, a me no. Das gibt's auch wirklich nur in Italien, ja. Geiler Fahrstuhl. Das ist so eng hier. Wir sind jetzt gerade in unserem Airbnb angekommen und wir müssen sagen, wir sind wirklich richtig zufrieden. Hier hat man auf jeden Fall ein nices Zimmer. Hier hat man ein schönes kleines Wohnzimmer, sagen wir mal so. Und das absolute nice thing hier ist dieses schöne Badezimmer. Wir haben jetzt gezahlt 40 Euro pro Nacht. Und man kann jetzt wirklich nichts sagen. Wir sind auch ziemlich zentral gelegen. Die Aussicht auf jeden Fall hier lässt sich sehen. Und wir gehen jetzt raus, weil Albanien gegen Italien mit gleich spielen. Und ich bin maximal aufgeregt. Und mein Kollege Michele, den ich auch hier in Napoli kennengelernt habe, ist auch dabei. Oh, wir hätten abgehen müssen. Wer Ski braucht, der kann auf jeden Fall hier welche abholen. Gebt euch doch mal, wie schön es hier alles ausschaut. Die ganzen Häuser hier, das ist unfassbar. Und hier haben wir Michele. Hier haben wir Michele. Glaub sich, erste Minute, Albanien trifft direkt, Alter. Was für ein Tor, Junge! Das Spiel ist zu Ende. Albanien hat leider verloren. 2:1. Ich bin so traurig. Attention, Attention. ich bin so traurig. Because of you. Why because of me? Yeah, because Ich bin jetzt hier bei Michele zu Hause. Schaut euch mal dieses große Balkon hier an. Schaut mal, wie riesig das ist. Und hier drüben haben wir einfach das Meer. Und diese Gegend hier ist einfach crazy. Das ist das Wohnzimmer. Und Michele sagt einfach, die chillen nie hier drin. Aber schaut euch mal dieses Haus an. Und was wirklich richtig beachtlich ist, wie hoch die Decken hier, also von Boden zur Decke ist. Bro, it's for me, it's crazy. I love it here. Yes. Schaut euch mal den Flur. Und das ist mein Outfit für heute. Gesundheit, Bro. Salute. Tag 2 in Italien, gehen etwas essen. Für uns geht's am Dienstag, also sprich in 2 Tagen, geht's nach Hamburg und dort werden wir dieses Spiel Albanien gegen Kroatien anschauen. Natürlich haben jetzt beide, Albanien und Kroatien, das erste Spiel verloren. Aber ich bin unfassbar gehypt und mal sehen, was da für eine krasse Atmosphäre sein wird. Und ja, jetzt auf jeden Fall erstmal die 2,5 Tage hier genießen. Und danach geht's direkt nach Hamburg. Wir sind jetzt hier in ein Restaurant gekommen und schaut euch mal, wie nice es hier alles ist. Hier mit den Zitronen und so. Die Location ist wirklich so nice. Und was es zum Essen gibt, weiß ich nicht. Michele sucht mir was aus. Schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Vorspeise war exzellent. Also ich muss sagen, das Essen war wirklich eine 10 von 10. Das Ambiente, richtig nice. Ich war noch nie mal bei so einer schönen Location. Schönen guten Morgen aus dem wunderschönen Napoli. Wir gehen jetzt mit Get Your Guide nach Positano und dann die Amalfi Coast. Das Ganze hat uns 100 Euro gekostet. Und dann habt ihr mal einen kleinen Einblick, was wir da so machen heute. Ich bin auch mega gespannt. Wir hatten den Tag gestern ein bisschen relaxed verlaufen ist, sind wir jetzt on our way. Wir sind jetzt hier am Hafen angekommen und warten auf unser Boot, Schiff, was auch immer. Bus auf jeden Fall. Bus. A lifetime, because... So, wir sind jetzt auf Amalfi-Küste angekommen. Nice es ist, wie eng das hier der Gehweg ist. Das ist ja mal so nice. So eine Spezialität hier in der Amalfi-Küste. Das mit der Zitrone ist wirklich interessant. Und wie schmeckt's, Bro? Oh, richtig lecker, Mann. Einfach für einen Zehner, Leute. Das war's mit unserem Aufenthalt jetzt hier. Wir gehen jetzt nach Positano. Ich muss sagen, der Aufenthalt war ziemlich kurz. Man konnte jetzt, geil. Ja, aber man konnte jetzt nicht so viel sehen. Wir hätten uns jetzt ein bisschen gewünscht, ein bisschen länger hier zu sein. Aber dieser Anblick hier ist wirklich gigantisch. Also ein Must-Seen, ne? Ich
Das war's mit der Amalfi Positano Tour. Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch in Positano mehr als eine Stunde bleiben können, weil es hat richtig gebockt dort. Und jetzt sind wir zurück. Wir machen einfach hier mit Mayonnaise, Wasser. Ich tue einfach ihren Kollegen damit abspritzen, weil der Geburtstag hat. Welche Menschen machen sowas? Schau mal, Leute. Unser Aufenthalt in Napoli neigt sich langsam dem Ende zu. Wir sind jetzt ausgecheckt. Ich hab richtig Bock jetzt auf den Döner. Weil wir schon länger keinen Döner mehr gegessen haben. Wir sind hier gerade am Diskutieren, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie konnte Kroatien gegen Spanien 3-0 verlieren. Ich hätte das niemals erwartet. Und deswegen bin ich echt mega gespannt, wie das sein wird. Albanien hat auch nicht schlecht mitgehalten gegen Italien. Und deswegen, also wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Entweder Kroatien blüht wieder auf, war halt ein scheiß Spiel. Oder, ja, eine Überraschung. Mal sehen. Oh, der macht interessante Variante, ja. Dann macht erstmal das alles so rein, dann würfelt er das so. Richtig nice. Ich glaube, ein richtiger Döner, Leute. Einfach eine schöne Stimmung zwischen Kroatien und Albanien. Sie schätzen sich auch beide sehr. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn es so friedlich abläuft. Und natürlich morgen auf ein gutes Spiel. Ich gehe jetzt zu der ganzen albanischen Fanmeile. Mal schauen, wie es da jetzt abgeht. Auf jeden Fall, der Helikopter fliegt schon mal. Gänsehaut am ganzen Körper, was geht hier ab? Ich schwör's, das ist einfach so geil.
Spiel. Ja Leute, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Fun Fact ist, dass Capital T und unzählige weitere Leute meine Videos geteilt haben auf Instagram. Und ich sogar bei Sport 1 vertreten war mit einem Bild. Und ja, was ein erfolgreicher Tag. Es war ein verdientes Remis, würde ich sagen. Und in dem Fall, bis zum nächsten Mal. Peace out. Vergiss nicht alle, mir auf allen Plattformen zu folgen. Instagram, TikTok und was auch immer. Und vor allem meine Modemarke 25 Force. Da kommt demnächst meine neue Kollektion raus. Ich freue mich schon und schöne liebe Grüße aus Hamburg.